herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Weihnachtsgeschenke. Das haben so viele von euch interessiert und ihr wolltet wissen, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Deswegen erstelle ich hier dieses Video. Ich habe das Ganze auch letztes und eventuell sogar vorletztes Jahr gedreht. Da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir starten direkt und zwar mit einem Geschenk von Max. Yay. Und zwar hat er mir zwei Sachen geschenkt. Einmal hier so Milka-Schokolade, aber personalisiert. Also hier ist so eine Box. Da war noch eine Box drin mit zwei Milka-Schokoladen-Pralinen-Boxen. Und genau hier vorne steht I love you. Und dann ist da ein Bild von mir drauf, da. Und dann kann man das Ganze aufklappen. Und dann steht hier I und ein Herz, Chrissy, also I love Chrissy. Und dann hier steht noch... Die hier sind alle für dich, ich liebe dich. Also richtig süß. Ich wusste nicht, dass man sowas machen kann. Und genau, die Schokolade mag ich auch total gerne. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann hat Max mir noch ganz, ganz viele Chips geschenkt. Er hat die in Form so, von so einem Herzen hingelegt. Und genau, das habe ich erstmal auf jeden Fall ganz als Vorrat. Ganz wichtig, es waren deine Lieblingschips. Ja genau, es waren meine Lieblingschips. Einmal Kichererbsenchips und einmal so welche von Aldi. Die schmecken einfach gut, weiß ich nicht. Die mag ich total gerne. Und jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder einen Vorrat. Und dann das letzte Geschenk, richtig cool, ich mache es mal an. Das ist einmal, hier unten ist so eine Holzplatte, dann ist hier diese Glaskuppel und innen drin ist eine Rose, die ist aber nicht echt, aber mit einer Lichterkette und das sieht so schön aus. Und dann steht hier vorne nochmal so eingraviert, du und ich für immer. Wenn wir gerade schon hier sitzen, zeige ich euch nochmal ganz, ganz schnell, was ich Max geschenkt habe. Und zwar einmal ein Puzzle mit unserem Bild drauf und es sind 1000 Teile. Und wir haben auch gestern an Weihnachten schon angefangen und wir sind auch richtig weit gekommen. Also wir haben den Rand schon fertig. Hier sind meine Augen und mein Mund, Max' Augen und sein Mund. Und genau, das was nicht so cool daran ist, hier ist sehr viel Blau. Und ja, ratet mal, wer sich an das Blau wagen darf und es versuchen darf zu puzzeln. Natürlich ich. Und ja, hier gibt es halt sehr, sehr viele blaue Stücke. Da sind halt auch noch nicht alle, da sind noch mehr drin. Und genau, dafür macht Max meine Haare. Da sehen auch alle Puzzleteile einfach gleich aus. Also es wird auf jeden Fall noch etwas dauern, bis wir das hier fertig haben. Das war ein Geschenk von mir für Max. Einmal dieses Puzzle. Und dann habe ich ihm zusätzlich noch drei Pullover geschenkt, die ich richtig cool finde. Und ich glaube, Max auch. Jo. Genau, die seht ihr dann im Max-Video. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und dann kommen wir jetzt zu einem Geschenk von meinem Papa. Und zwar... Pandora. Wir haben irgendwie alle in der Familie so eine Tradition, dass wir uns Pandora-Armband holen und dann bekommt mindestens eine Person jedes Jahr einen Anhänger dazu. Ich habe mittlerweile auch schon einige Anhänger. Dann habe ich gestern noch zwei von meinem Papa bekommen und die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, so sieht mein Armband aus. Einen Teil habe ich abgenommen, weil es dann doch relativ eng wird. Dafür brauche ich dann ein größeres. Und zwar habe ich einmal... diesen Anhänger hier bekommen. So einen habe ich noch gar nicht, der so hier so dran hängt halt. Und dann einmal hier an der Seite den hier, das mit einer kleinen Krone. Auf jeden Fall richtig süß. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ich muss, glaube ich, einen Stein nochmal abnehmen und die nochmal ein bisschen anders machen, weil die teilweise falsch herum sind. Also wenn ich sie trage, dass sie halt falsch herum sind, die Anhänger. Und dazu noch so ein Reinigungsset für das Armband, weil das war schon so ein bisschen, es hat nicht mehr so geglänzt. Und dann gab es so eine Flüssigkeit, da hat man es reingemacht mit einem Bürstchen, nochmal drüber gemacht und dann nochmal poliert und seitdem glänzt es wieder richtig schön. Und von meiner Schwester habe ich dann so ein Set bekommen. Das war so lustig. Wir sind wir haben meine Schwester besucht und dann stand auf ihrem Schreibtisch stand das hier und ich so, hey, was ist das? Und sie war halt davor noch ein bisschen einkaufen, Weihnachtsgeschenke kaufen und sie meinte so, ja, keine Ahnung, habe ich irgendwo gratis dazu bekommen, ich weiß nicht, was das ist. Und ich denke mir so, so was Fettes bekommt man gratis dazu, meistens sind es vielleicht so kleine Proben oder so und habe mich schon so gewundert, habe es mir dann aber nicht weiter angeguckt. Und dann habe ich es zu Weihnachten bekommen. Richtig lustig. Ja, aber ich habe mich sehr gefreut. Das ist übrigens ein Body Wash und eine Bath Milk. Genau. Und hier oben ist noch irgendwas mit Cranberry drin. Body Butter und Seife. Genau. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool und weihnachtlich aus. Dann habe ich hier einmal Toffifee bekommen mit ein bisschen... Geld von meinem Onkel. Und dann habe ich von Max' Eltern, eigentlich ist es alles vom Weihnachtsmann, aber von Max' Eltern noch so ein Bilou-Set bekommen. Das ist richtig lustig. Ich habe daran tatsächlich noch nicht gerochen. Sieht auch richtig schön aus. Hier ist einmal ein Duschgel, ein Parfüm und ein Anhänger drin. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. So sieht das aus. Vielleicht kennt ihr das auch schon. Es riecht auf jeden Fall mega gut. Das werde ich auch gleich auftragen.
Und genau, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich finde, es sieht auch richtig schön aus. Und dann habe ich auch was von Elf tatsächlich geschenkt bekommen. Und zwar einmal auch von Bilou so ein Lippenpflegeöl. So einen habe ich auch schon, aber ich glaube mit Wassermelonengeschmack. Und den hier kannte ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich den auch direkt probiert und der ist auch total lecker. Also er schmeckt irgendwie gut. Zusätzlich habe ich auch noch von Ash diese Chipspackung, die mag ich total gerne. Und noch diese Chipspackung bekommen. Mega süß, hat mich voll gefreut. Wir haben übrigens Ash natürlich auch was geschenkt. Einmal so eine Lippenbalsame, aber in Form von einer Cola und einer Sprite. Und die haben dann auch noch Cola und Sprite geschenkt und ich glaube, das fand er ganz cool. Das einmal und ein Parfum und eigentlich noch Handyhüllen, die aber tatsächlich vor Weihnachten nicht mehr angekommen sind. Dann kommen wir zum vorerst letzten Geschenk. Wir fahren nämlich noch zu meiner Mama und da bekommen wir wahrscheinlich auch noch ein paar Geschenke. Ich habe auch noch ein paar Geschenke für Bella, meine Mama und so weiter. Und ja, aber das vorerst letzte Geschenk, das habe ich mir selber geschenkt tatsächlich. Das ist ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich selber gewesen, weil ich das einfach brauchte und weil es nicht, ja, es war halt ein bisschen teurer. Es ist was von Apple. Genau, das brauchte ich aber. Einmal ein Apple Pencil. Das ist die erste Generation übrigens. Die zweite war mir dann doch ein bisschen zu teuer. So, das waren jetzt erstmal die Geschenke bis hierhin. Ich werde euch jetzt mitnehmen und dann seht ihr gleich die Geschenke, die ich noch bekommen habe. Das ist ernsthaft eine LED fürs Klo. Darf ich jetzt auch zeigen, wie sie an ist? Ja, kannst du machen. Ja, okay, das ist cool. Ich will wissen, wie es aussieht. Dann gucken wir uns das jetzt auch nochmal schnell an. Ah, ich habe was vergessen. Ich habe von Ash doch noch den Bilou-Schaum bekommen. Und zwar tatsächlich in meiner Lieblingsgeruchssorte. Den mochte ich von allen wirklich am meisten. Auf jeden Fall, genau, Max hat den erstmal über den ganzen Tisch versprüht in dem Stream. Aber der riecht so, so lecker. Der riecht nach einem Eis mit dieser weißen Creme innen drin und außenrum halt mit Mandarinengeschmack. Also es riecht einfach genauso. So sieht das aus. Es könnte auch so ein Duftding sein. Ihr dürft jetzt unsere Toilette von innen sehen. Wird das so gemacht? Das schon von außen irgendwie. Okay, so. Ich habe da gerade Toilettenpapier reingeschmissen, weil ich da was auf dem Boden abgewischt habe. Aber es leuchtet jetzt orange. Jetzt gelb. Und was? Wie findest du deine Toiletten-LED? Max mag die LEDs. Und? LEDs sind cool. Mach mal den Klodeckel zu. Das war jetzt erstmal bis hier die ganzen Geschenke, die ich bekommen habe. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei meiner Mama wieder. So, wir haben gerade noch gefrühstückt und wir haben ein kleines Geschenk von der Oma von Max bekommen. Richtig süß. Diese Tüten sind so süß. Ne? Ich habe was von der Eiskönigin und Max hat, keine Ahnung, wie das heißt. Wie hieß das? Wie diese Autos? Cars. Oh, ja, stimmt. McQueen. Genau, und da waren einmal richtig leckere Sachen drin. Also Mandarinen, Apfel, Nüsse. Dann hier noch Schokolade von Milka und ein Gutschein. Wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise für euch ist es ja eigentlich nur ein paar Sekunden später. Wir haben schon den 26. Wir haben gestern noch richtig lecker Raclette gegessen und Geschenke natürlich auch ausgepackt. Und die zeige ich euch jetzt und dann kann das Video auch schon online kommen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder? Ja. Als allererstes haben wir hier gerade liegen, habe ich von meiner Mama und ihrem Freund, beziehungsweise haben wir das. Wollte gerade sagen, das ist für uns beide. Ja, das ist für uns beide gewesen. Ein Kissen mit ich deins, du meins, wir eins. Für Max und Chrissy. Das ist richtig süß und das ist auch richtig bequem. Und ja, ich finde sowieso, von Kissen kann man nie genug haben, deswegen freue ich mich. Dann habe ich eine richtig kuschelige Kuscheldecke von meiner Mama bekommen. Da ist ein richtig süßer Text drauf. Magst du noch einmal vorlesen? Okay, warte. Ich sehe jetzt, es soll ein Brief sein. Ja. An meine Tochter, auch wenn ich nicht bei dir sein kann, möchte ich, dass du weißt, dass ich dich liebe für das Mädchen, das du mal warst, für die großartige Frau, die du heute geworden bist und für die besondere Tochter, die du immer sein wirst. Decke dich hier mit zu und nimm es als große Umarmung in Liebe, deine Mama. Voll süß. Und genau, die ist auch richtig, richtig kuschelig. Mega toll. So, dann haben wir, okay, als allererstes haben wir zwei von denen, also jedes Kind, also Kind, hat so eine Flasche mit Celebrations bekommen. Richtig lecker. Dann haben wir, ich zeige erstmal das, was Max und ich nochmal zusammenbekommen haben. Aha. Einmal hier Pralinen von Lynn. Ich freue mich. Richtig viele leckere Sachen. Ein Schoko-Weihnachtsmann. Der ist sowas von absolut für dich. Max mag keine Schokolade. Spekulatius mit Mandeln. Die sind geil. Der ist auch geil. Dann habe ich hier von dem Bruder von Mamas Freund noch so Pulver. Weil wir so viel Sport machen müssen. Bekommen, genau. Und richtig geil, so eine Backmischung. Sieht auch richtig schön aus. Ich freue mich schon drauf, den zu machen. Darf ich es mal bitte durchschütteln? Nein. Okay. Und auch richtig süß, auch noch von dem Bruder, von dem Freund meiner Mama, einmal so Küchensachen zum Backen, einmal in Ausstechform und einmal so ein Pinsel. Die Kerzen habe ich dann noch nach Weihnachten von Mama bekommen, sind auch richtig schön. Und dann kommen wir zu der zweiten Tüte. Einmal ist hier so eine Art
Tagebuch. Ab sofort musst du Tagebuch schreiben. Das ist auch richtig schön gemacht, auch hier mit also Platz für Fotos. Und hier auch so für Notizsachen mit so einem Verschluss. Ich habe sowas auch noch nie gesehen und sieht auch einfach. Aber das musst du jetzt auch schon benutzen, aus. Ne? Ja. Also schon jeden Abend immer was reinschreiben, was du gemacht hast den Tag. Und was du gefühlt hast. Okay. Dann haben wir hier noch Raffaello bekommen. Voll sind geil. Und dann haben wir zwei von solchen Herzen bekommen. Das ist einmal. Warte. So Max drauf, dann Herzen, 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 Herzen. Das ist voll witzig. Das ist richtig süß. Davon haben wir zwei bekommen. Also Max hat eine bekommen und ich habe eine bekommen. Dann nochmal so eine Engelsfigur. So eine Winterdeko. Noch die zweite Tasse und eine Weihnachtskugel. Und das habe ich noch nie gesehen, das ist Dattelbrot mit Walnüssen. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und das hier finde ich auch übel geil. Das ist so Schokolade am Stiel. Das macht man nachher in Milch. Und dann schmilzt das mit Kakao. Und zu guter Letzt noch Duplo. Ich liebe Duplo. Ansonsten hat meine Mama und ihr Freund haben sich auch richtig über unser Geschenk gefreut. Ich zeige euch mal, wo das jetzt ist. Das war ja diese riesen Leinwand mit einem Bild von denen. Ich zeige euch jetzt mal, wo die das aufgehängt haben. Das hängt nämlich hier über der Tür. Und natürlich hat auch Bella sich über die Leckerlis und Spielsachen gefreut. Auch richtig süß. Sie hat jetzt erstmal auf jeden Fall wieder neue Spielsachen. Das eine sah schon richtig eklig aus. Da war, also es war so eine Milka-Kuh, die hatte kein Bein mehr, kein Arm mehr und die ganze Füllung war draußen. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich das Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob es mein letztes Video in diesem Jahr wird. Das hört sich komisch an. Aber wenn wir uns nicht wiedersehen sollten, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen und guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Und ich hoffe, dass es auf jeden Fall etwas besser wird als dieses Jahr. Und ihr könnt mir auch gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Und was ihr gemacht habt, was ihr gegessen habt. Essen ist immer gut. Ne? Aber würde ich sagen, was mit meinem Video. Und wir sehen uns schon bald wieder. Und wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr noch bei meinem Instagram-Account vorbeischauen. Ich blende euch hier unten meinen Namen ein. Und genau, da bin ich auch jeden Tag aktiv. Und ich würde sagen, tschüss. Bis nächstes Jahr. Tschüss.